Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Folge Star Citizen hier auf meinem Kanal. Wie ihr ja vielleicht schon mitgekriegt habt, ist die Version 3.11 auf dem PTU angekommen. Heißt also, auch wir Normalsterblichen dürfen uns jetzt das alles mal angucken. Und das ist jetzt der Plan für heute. Ich bin schon mal hier hingeflogen. Das hier ist Endeavor Harbor, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Man kann es ja immer so schlecht sehen. Ich bin mal vorhin hier schon mal hingeflogen, weil ich zwischendurch dann doch mal keine Zeit hatte, jetzt einfach mal hier zu bleiben. Aber das ist ein anderes Thema. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier hingeflogen, um uns mal die neuen Cargo-Decks anzugucken. Und das Schöne ist hier, wenn wir jetzt hier aus unserem Schlafquartier rauskommen. Hier sind die Aufzüge. Und hier geht es direkt weiter. Ganz normal in die Station, so wie immer. Und hier diese Aufzüge für den Inner Station Transit sorgen dafür, dass wir dann jetzt aufs Cargo Deck kommen können. Also Aufzug rufen und warten. Ja, da ist er ja. Und dann kann man auch hier schon, was ich auch sehr schön finde, jetzt auf die Galeria. Das ist also da, wo es Essen und Trinken gibt quasi. Und hier eben ins Cargo Center. Es hat übrigens nicht jede Station ein Cargo Center, wie ich jetzt schon leidvoll erfahren musste. Ich habe so ein paar Stationen abgeklappert. Aber der freundliche Chat hier im Spiel hat mir auch da weitergeholfen. Und daher sind wir jetzt hier auf Endeavor Harbor. Und hier sehen wir dann das Cargo-Deck, wenn wir aus dem Aufzug kommen. Das sieht doch alles schon mal sehr stimmig aus. Moin. Ah, macht er was? Nö, wir können auch nicht groß mit ihm reden. Aber die Soundkulisse hier ist eigentlich schon mal sehr schön, muss ich einmal sagen. So, hier immer schön alles aufpassen. Ja, hier weiß ich nicht. Jetzt guckt sich das einer an. Da sind also tatsächlich Staubteilchen, die da in der Luft schweben. Erst habe ich ja gedacht, das ist einfach nur, ich sag mal hier so eine Bitmap, die da nicht animiert ist oder so. Aber nein, die Staubteilchen schweben hier durch die Luft. Also wie immer sehr detailverliebt das Ganze. So, wo wollen wir denn jetzt mal zuerst hin? Auch einfach mal gleich rechts anfangen. Hier, das scheint ja wohl so ein Vehikel zu sein. Ah, ich liebe die Geräuschatmosphäre hier, herrlich. Das scheint ja wohl so ein Vehikel zu sein, um später vielleicht auch mal die Fracht selber be- und entladen zu können. Das soll ja irgendwann auch mal kommen. Es sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Und es soll ja dann eben anders sein. Meine Güte, sind das Geräte hier. Und ist das laut hier? Ich weiß nicht, ob das jetzt bei euch auch so laut gleich ankommt oder ob ich da doch nochmal die Lautstärke runterrege. Muss. Wow. Also sehr, sehr geil, wenn ich das mal so sagen darf. Also die Geräuschkulisse ist wirklich phänomenal hier. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und auch hier rein atmosphärisch. Hier die beiden Jungs, die einfach mal ihre Pause auf der Kiste machen, sage ich jetzt mal, oder darauf warten, dass sie irgendein anderer mit seiner Arbeit fertig wird und die loslegen können. Sehr schick hier, wahrscheinlich auch wieder diese Gabelstapler-Ersatz. Ersätze? Ersatze? Egal. So, hier kommen wir natürlich nicht durch. Und das hier scheint ja dann wahrscheinlich für die etwas größeren Schiffe zu sein, wenn ich mir das hier angucke. Wahrscheinlich für... Ach, guck mal, da oben. Auch ganz, ganz toll. Aber ich weiß nicht, ist das so richtig, wie sich diese Schiene da bewegt? Ist das so richtig? Ja, aber es sieht gut aus. Ah, die Schienen bewegen sich hier alle so schräg. Ja, scheint richtig zu sein. Ich behaupte einfach mal, dass die wissen, was sie tun. Nein, hier hätte ich gedacht, die bewegen sich mehr von vorne nach hinten. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema des Ganzen sein. So, Maintenance, also ja, Wartung, oder? Ja, Wartung. Aber hier geht es nicht rein. Okay, hier sind wir nicht erwünscht. Meine Güte. Also hier auch diverse Container von verschiedenen Herstellern. Also wirklich alles sehr, sehr stimmig hier. Das kann man ja nicht anders sagen.
Cargo Services. Ja, da waren wir ja gerade schon. Na? Oh, da scheint noch ein Spieler zu sein. Hallöchen. Also so wie der daher ruckelt, kann es eigentlich nur ein richtiger Spieler sein. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich denke mal auch hier noch ein paar Verladefahrzeuge oder sowas. Sehr schön. Hier hinten ist auch kein Ausgang, also betreten verboten, besser gesagt, zumindest für uns. Und hier sind jetzt diverse Schalter, wie sie denn dann später einmal im Spiel genutzt werden sollen. Die Administration Offices sollen ja für An- und Verkauf wohl wegfallen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Okay. Kann man mal machen. Das ist... Oh! Guck mal hier. Ja, Two-Face. Eindeutig Two-Face hier. Aber sehr schick. Wer jemals Watchmen gesehen hat, ist halt leichte Elemente von Rorschach. Aber gut, das wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Ja, Attention. Das hättet ihr euch auch mal hier hinter die Ohren schreiben sollen, Jungs. Attention, da. Okay, 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 okay. Also, hier kann man dann wie immer wahrscheinlich, wenn es Pakete abzuholen und abzugeben gibt, das hier an diesem Automaten machen. Hier können wir Schiffe renteln, genau. Hier können wir Schiffe renteln. Also, Transportschiffe gibt es zu mieten, insgesamt 3 Stück. Die Freelancer, die Avenger Titan, die ich ja nach wie vor sehr, sehr schick finde. Auch wenn sie ja gar nicht so richtig viel Lagerplatz hat. Ich meine 12 SCU. Aber ach, ich finde die schon richtig klasse. Und natürlich hier noch die Cutlass Black. Ich bin eigentlich ein sehr großer Freund von der Cutlass Black, aber die hat ein sehr großes Manko meiner Meinung nach. Es ist ganz oft, dass die Heckklappe, und das ist der einzige richtige Zugang, wenn man jetzt nicht gerade sehr gut springen kann, also wenn die Gravitation entsprechend niedrig ist, die Heckklappe, Entschuldigung, öffnet sich nicht immer. Das ist, wenn man im Schiff ist, jetzt nicht ganz so schlimm, aber wenn man irgendwo auf dem Planeten ist, hat womöglich irgendwas eingekauft, irgendeine Mission angenommen und will das Paket holen, abgeben und so weiter. Wenn man dann nicht wieder ins Schiff kommt, so wie es mir vorhin auch schon passiert ist, nicht so richtig gut. So, hier haben wir Logistics, was immer man dann auch hier mal machen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier alles nur Platzhalter sind quasi oder ob wir hier auch mal später irgendwelche Aufträge annehmen können oder ankaufen, verkaufen. Das Display funktioniert gerade nicht, aber hier könnten wir uns was Leckeres zu essen und zu trinken holen. Das lassen wir jetzt aber erstmal alles hier. Wir sind weder hungrig noch durstig, noch wollen wir jetzt hier irgendwas. So, hier die ganzen Regale. Ob die später mal eine Funktion haben, lassen wir jetzt auch mal dahingestellt. Was haben wir hier Schönes? Supplies. Ja, was supplyen wir denn hier? Wollen wir nochmal gucken. Verkaufsautomaten für Anziehsachen. Hatte ich gerade nicht noch einen anderen Automaten hier gesehen? Ne, das war dann wohl doch nur der hier. So, wir können ja mal reingucken. Mützen, Jackets, Shirts, Pants, Handschuhe. Oh, Footwear. Okay, bin ich bei Footwear hängen geblieben. Ja, das Footwear ist momentan noch eher überschaubar. Gibt es am wenigsten Shirts? Ich sag mal gefühlt nein. Doch, da. Day One. Oh ja. Das, Day One Blue. Gray. Orange. Okay. Es wird also alles noch im selben Farbton angezeigt. Ich denke ja mal, dass ich das dann bis zum Release, also bis zur Verfügbarkeit auf dem Live-Server, dann doch etwas ändern wird. Und ich behaupte einfach mal, auch wenn man es jetzt hier nicht groß anklicken kann, dass man diese Container vielleicht ja später auch mal kaufen kann, um irgendwas zu transportieren. Ja, man weiß es nicht. Könnte aber gut sein. Was haben wir hier noch hängen? Ach, so ein Feuerlöscher. ja, und hier die Transportgilde. Da sollen wir dann ja später auch mal... Schreiben ihn an. Da sollen wir dann ja später auch mal Aufträge annehmen können und im Ruf steigen. Bei der Transportgilde, und da würde ich mich ja sehr drüber freuen. Und ach, hier, guck mal, diese schwebenden Schmutzteilchen. Ich kann mich da gar nicht dran satt sehen. Die sind ja richtig schick. Naja, auf jeden Fall soll man dann ja später Aufträge annehmen können und bei der Gilde im Ruf aufsteigen und dadurch dann eben
weiß ich nicht, besondere Missionen, besondere Waren, vielleicht sogar besondere Schiffe freischalten können, irgendein besonderes Zubehör. Also man kann sich da im Ruf hocharbeiten und das ist ja etwas, da habe ich ja eigentlich sehr Spaß dran, weil ich bin ja mehr der Transporteur und Händler als jetzt hier der Kämpfer. Also ich hätte da jetzt nicht so richtig Spaß dran, mit meinem Raumschiff hier durch die Gegend zu fliegen und alles abzuballern, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Manchmal ist es leider notwendig, wenn wir von A nach B fliegen und uns irgend so ein böser Pirat abfangen will, dann lässt sich das leider nicht immer verhindern. Ja, damit sind wir hier eigentlich auch schon durch. Hier gibt es eben, wie gesagt, noch ein paar Klamotten zum Anziehen. Das werden aber auch wahrscheinlich dieselben sein, die wir uns doch langsam auch aus dem Automat ziehen können. Aber hier sieht man sie eben nochmal. Auch hier alle Farben, die wir haben wollen, solange es schwarz und grau ist. Ja, wie gesagt, bis zum Release wird sich das ja alles noch ändern. Gut, ich sag mal, wir sind soweit hier durch. Das war eine kurze Tour, obwohl so kurz war es auch schon wieder nicht, über das Cargo-Deck. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao.